Der Office-Tag ist etwas ganz Besonderes für uns. Einmal im Jahr zeigt das Office-Institut für Informatik seine Ergebnisse aus Forschung, Anwendung und Transfer einem breiten Publikum. Wir laden Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik ein, um unsere Ergebnisse zu sehen und mit uns zu diskutieren. Wir haben dieses Jahr auch wieder ganz wunderbare vortragende Gäste, die einen aktuellen Diskurs ermöglichen zwischen Forschung und wie diese Forschung Gesellschaft und Wirtschaft und Politik gestaltet. In diesem Jahr steht das Thema Digitalisierung mit und für Gesellschaft im Mittelpunkt. Wir alle beobachten, dass die digitale Transformation alle angeht. Wir als Office-Institut für Informatik haben einen neuen Bereich Gesellschaft gegründet, übernehmen Verantwortung, digitale Technologien für Menschen zu gestalten, für eine Zukunft, die wertschätzend mit Menschen und digitaler Technologie umgeht, in der alle teilhaben können und in denen wir Gesellschaft auch gemeinschaftlich gestalten können. Die Arbeit gerade hier wie im Office ist wichtig, weil hier eben viele Disziplinen zusammenarbeiten und weil der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das, ich sehe es oft in der Informatik und ich mache ja viel zu Cybersecurity, dass eben der Mensch nicht so ernst genommen wird oder die menschlichen Eigenschaften ein bisschen vergessen werden und man so ein bisschen sagt, ja, stellt euch nicht so an, macht es halt ordentlich. Überlegt euch halt ein sicheres Passwort zum Beispiel, das sagen wir seit 20 Jahren. Und trotzdem natürlich gibt es immer noch ganz, ganz viele Menschen, die eben das gleiche Passwort haben für viele Anwendungen oder auch sehr einfache Passwörter, die halt, und die sind natürlich ein gefundenes Fressen für die Kriminellen. Und deswegen finde ich es total wichtig, gerade in der Informatik, dass man den Mensch und eben die ganzen Disziplinen, die damit reinspielen, mit reinnimmt, um gute Lösungen zu erarbeiten für alle. Deswegen, finde ich, können wir optimistisch in die Zukunft schauen, weil wir wissen, es gibt diese Forschungsrichtung und ich hoffe, dass die auch noch mehr Gewicht kriegt und bei allen reinredet, die den Menschen übersehen oder immer sagt, hey, wartet, ihr habt was vergessen. Ja, das macht mich optimistisch. Der Office-Tag, ich liebe ihn. Wir kommen hier immer wieder zusammen. Also jetzt bin ich ja schon 20 Jahre in der Kooperation, eigentlich schon 32 Jahre aus dem Office. Vor 32 Jahren bin ich hier mit eingezogen und dann irgendwie ein bisschen später wieder raus. Also es ist irgendwie ein Heimspiel, hierher zu kommen, Leute zu treffen, neue Leute kennenzulernen. Networking ist vielleicht die Überschrift und das passiert halt einmal im Jahr. Wir machen es an anderen Stellen natürlich auch noch, aber es ist schon eine gute Gelegenheit, irgendwo Kontakt zu halten zwischen einer Unternehmung wie CW und einem Forschungsinstitut wie Office. Also sehr fruchtbar. Ja, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Auf jeden Fall muss man auf der einen Seite sagen, dass Office ja schon als Forschungsinstitut uns immer wieder neue Sachen aufzeigt, die möglicherweise auch für CW von Interesse sein können und wir das gemeinsam dann so weit diskutieren und umrunden und schauen, ob wir daraus etwas in unsere Entwicklung übernehmen und anschließend auch in unsere Applikationen bringen, sodass unsere Kunden am Ende des Tages davon einen Nutzen haben. Das haben wir gerade eben im Vortrag auch an vielen Beispielen zeigen können, dass das in den letzten 20 Jahren ziemlich gut funktioniert hat.